Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution. Ja, wir sind jetzt hier wieder am Zug irgendwie und es hat sich viel geändert. Es gibt jetzt Sumpf und alles. Bedeutet, wir müssen jetzt hier das Gelände mal ein bisschen anpassen. Als erstes muss der hier weg. Und ich habe vorhin eventuell schon aufgenommen und habe vergessen, den Ton anzuschalten. Wir müssen hier einen Sumpf bauen. Sumpfbauen geht eigentlich relativ easy. Man muss einfach einen großen Teich reinsetzen. Das ist für den Sumpf. Jetzt haben wir Sumpf. In die Mitte des Sumpfes setzen wir, wo ist denn das jetzt? Einen Fischkutter. So. Und schon ist das Ding zufrieden wieder. Jetzt ist der Sumpf zu klein, hä? Dann halt noch ein bisschen mehr Wasser hier drin. Wir haben hier noch Fläche. So. Jetzt ist Sumpf groß genug. Und den können wir noch mal ausweichen, weil warum nicht? Und dann können wir hier noch die zahlreichen Pflanzenarten jetzt einsetzen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier lebendig. Und haben lebendig hier außen überall drum. Ich will das Ganze richtig schön lebendig kriegen. Und dann nochmal Küstengebiet hier in die Mitte rein. So. Dann schaut es wenigstens ein bisschen nach Sumpf aus. Das passt dem jetzt so. Jetzt zufrieden. Finde ich gut. Es gibt jetzt auch viele neue Sachen, wie zum Beispiel hier Landschaft. Da kann man. Apropos, haben wir die jetzt alle zufrieden gehabt? Ja, du bist zufrieden und du bist auch zufrieden. Gut. Ich wollte das jetzt nicht eigentlich ausprobieren. Wie kann man denn neue Pflanzen hinzufügen? Ein Landschaftsbaum. Einfach so ein XXL-Baum. Haben wir nicht was Süßes, Nettes? Sowas hier? Den kann man bestimmt auch drehen. Yo! Bedeutet, ich platziere den jetzt mal. Komm, ich kann den nicht platzieren. Was soll denn das jetzt für eine Scheiße? Dann mach ich halt ein paar Steine. Hier. Feld 6. Ich platziere die Steine. So die Steine platzieren, dass kein Dino zum Zaun kommt. Dann hast du auch ein Gehege. Okay. Die Gehege sind ja hier rein auf die Viecher ausgelegt. Ah ja, und Gyrosphären können jetzt durch Tore fahren irgendwie. Warte mal, wie ging das jetzt? Aber das geht ja eh nicht hier, weil hier sind die Fleischfresser. Dann willst du mit einer Gyrosphäre eigentlich nicht durch. Für normal. Auch hier sind die so eine Rundfahrt. Die Fleischfresser von heute. Ups. Ah, außerdem, das hier wird die letzte Folge heute sein von der Serie. Und danach werde ich hier das Ding mal Cinematic versuchen zu schießen. Denn ich habe jetzt meinen PC neu aufgesetzt. Ich habe vieles neu gemacht. Ich habe jetzt auch neue Schneideprogramme und alles drum und dran. Und will mich halt jetzt mal eine Zeit wirklich auf dieses Animieren mal ein bisschen zu konzentrieren, damit ich dort mal ein bisschen eine Lernkurve habe im Grunde, ja. Okay, was können wir... was können wir noch machen? Aber wenn ich irgendwann mal Lust und Bock drauf habe, das alles auszuprobieren, die neuen Sachen, dann werde ich das sicher mit euch zusammen machen. Denn es gibt immer schöne Sachen, die man mit euch zusammen machen kann und es macht auch immer viel mehr Spaß. So, aber jetzt mal hier genau konzentrieren. Hier gibt es immer noch irgendwie Gehen. Und hier gibt es auch noch was. Okay, weil wir wollen diese Folge ja trotzdem was voranbringen. Und diese Folge ist wieder ungeschnitten, weil ich keinen Plan habe. Ich habe das echt Probleme bei dem Spiel zu schneiden. Ich weiß nicht, wie ich es schneiden soll. Es ging bei Riding Out ging es einfacher. Okay, was war das? Das war das Raptorengehege, ne? Das wird ja ein Spaß. Kann ich hier eigentlich... Wie viel Platz ist eigentlich noch? Da sollte ja eigentlich noch ein zweites, wenn ich das hier so ein bisschen ausbaue. Weil ich würde gerne, weißt, wir haben ja hier irgendwo, waren das jetzt, Betriebsgebäude? Gehege? Okay. Ich würde das hier gerne mit dem Tab anschließen. Also wirklich hier noch so eine zweite Station, ach scheiße, die schneiden sich dann da vorne, oder wie? Aber wenn ich das so ein bisschen abändere, das geht doch sicher, oder? Dass ich hier so ein bisschen Gehege klaue. Irgendwo ist jetzt schon wieder eine Futterstation für mich gegangen. Ja, ich tue auffüllen. Nachschubanfrage erhalten. Auffüllen. Bestätigt. Dann füllen wir mal alle auf. Einverstanden. So. Jetzt sind die Fossilien angekommen. Perfekt. Das sind gleich auch neue.
Okay, du bist nicht neu. Du bist auch nicht neu. Du bist auch nicht neu. Du bist wiederum neu. Gigantnotosaurus. Möchte ich schon mal gerne an. Du bist ein. Ach, die Scheiße, die schon ja aus, als ob die genmanipuliert hoch 10 werden schon. Und ich habe die noch nicht mal genmanipuliert. Okay. Also weiter zu uns, weil ich würde gerne mehr freischalten auf der einen Seite, aber auch dann natürlich, weil ich meine Geburtenrate hier halt nicht kaputt machen. Und ich habe das 3.0 Update noch nicht. Weil dann würde ich N1 in Bootkapazität rein und halt hier mehr züchten. Aber wenn ich 2 habe, geht das ja auch. Und dann kriege ich die auch schneller raus. Bedeutet, rein theoretisch kann ich ja jedes Teil hier noch abzwacken, oder? Jetzt den Zaun hier so hin, dann kann ich das hier so schritt und das geht auch nicht mehr. Also, wir brauchen Zaun. Zaun. So. Ah, scheiße, jetzt habe ich abgebrochen. Verdammt. So, jetzt ist das Gehege schon mal abgezäunt. Jetzt reißen wir mal den Zaun mal ab. Dann brauche ich einmal hier bitte schön freie Fläche, weil ich sehe so. Weil ich würde gerne hier noch dann nee, wieder in der Gehege, so. Dreh dich mal. Hopp. Ist man das irgendwie so hingeschissen? Ich wette, das geht. Warte mal, ich brauche wieder Zaun. Ich muss zwischen diesen Gehegen jetzt noch ein bisschen. Perfekt. Rein theoretisch kann ich jetzt auch den Zaun wieder ein bisschen verändern. Sage, okay. Und dann, wenn ich mal hier irgendwie was hinkriegen würde, ne, dann hätte ich auch ein besseres. Könnte ich das auch besser hier. Ach, so. So. Schaut zwar jetzt scheiße aus, aber. Der hat seinen Wald wieder zurück. Wir haben hier eine zweite Anlage. Hier, dafür brauchen wir doch eine Straße. Straße muss ich schon. Das ist ja die größte Direktstraße, die ich wahrscheinlich aber nicht, weil damit keiner lang geht. Und natürlich. Ah ne, Stromanschluss hatte ich denn hier. Haha. Und jetzt halt können wir hier. Auf Hochgrad 5.5 reinsetzen. Ach, ja, perfekt. Jetzt haben wir nicht zwei von dir. Nö. Übertreiben tue ich? Nee. Also, absolut nie. Ich habe gerade meinen Knöchel irgendwie gedreht. Das war nicht so angenehm. Wann oder dann haben wir schon. Velociraptoren. Eieiei. Genom modifizieren. Hau, das tut echt gerade weh. Wir nehmen ein Tundra-Muster mal hier. Dann sagen wir hier noch die Belastbarkeit ein bisschen höher. Ich brauche ein paar Lebenswege. Guck mal, die scheiß Lebenswege. Das war ja gerade bei 40. Jetzt sind wir wenigstens bei 68. Jetzt gibt es Teil hier 4 Stück raus. Oder wie machen wir das jetzt? Sind wir bei 100% der Ausbruchrate jetzt gerade bei den Teilen, ne? Velo, ja, 41 plus 60 macht 100. Perfekt. Ich zahle gerade 1,4 Millionen für Dinos. Autsch. Naja, so ein paar Velociraptoren. Das kann man schon mal machen. Konnte man hier nicht noch irgendwie. Ach, hier vorne so eine Steinwand. Warum geht das? Wenn ich sage, ich baue hier mit der. Kann ich nicht hier nachkommen. Wie läuft es eigentlich bei den Teilen hier? 52.
Also rein theoretisch bräuchte ich hinten noch so ein Übersichtsfeld, ne? Das kann ich ja. Das könnte man ja geschwind anlegen. Wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt nochmal Besucherschauräume. Ja, ne, die sind unter Gegner, oder? Ne? Wege. Wo ist jetzt schon wieder Kämpfe? Nein, wo habe ich nicht? Oh. Ja, die Großen, die würden sich natürlich auf Futter freuen. Dann machen wir mal hier 700.000? Zu den Finanzen? Ach du Scheiße. Könnt ihr mal mir nicht dauernd irgendwie Geld abknüpfen? Dann würde ich, keine Ahnung, 1,3 Millionen fast plus machen. Dann würde ich noch besser leben können. Könnt ihr mir eine Luxusvilla kaufen? Was knallt denn hier? Ihr habt es aber auch gehört, oder? Da hat's mal kurz Dusch gemacht. Duschgeräusche mag ich nicht. Das heißt meistens, dass irgendwie versucht auszubrechen. Aber ist schon wieder weg. Ich traue dem Braten. Ihr habt es schon auch gehört, oder? Wir machen die letzte Folge jetzt auch mal länger, 20 Minuten oder so. Keine Ahnung. Okay, das ist schon mal behoben. Alles gut. Alles gut. Wo sind meine Riesen schon wieder? Ah, da steht einer und da ist der Rettungsdinosaurus. Jo. Fahr mal drauf zu, ey. Du kommst unten durch. Ah ja, wie schaut's denn hier aus? 4 Velos. Au. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich noch einen zweiten Helikopter einsetzen soll. Weil ich habe hier jetzt so viel Platz. Da könnte man entweder noch ein Gehege gehen, was eigentlich doof ist. Oder halt noch ein zweites Helikopter-Team, falls wirklich mal ein Großausbruch passiert. Wäre eigentlich schlau, wenn ich, ich mir jetzt 4 Velociraptoren hole. Ich mach den Plan. Okay, das ist, scheiße, das ist eine Ranger Station. Ich brauche, ACU, Ranger Station, ACU? Jo, ACU. Ja, ich weiß, dass Dr. Hammond fertig ist, aber wenn das schief läuft, dann habe ich ein echt großes Problem. Deswegen gehen wir jetzt hier mal auf... Das war so. Stopp! Wo ist der scheiß Dino-Bedrohung? Ach nee, nicht der! ACU-Helikopter, sofort in den Einsatz. Warnanlagen, alle hoch! Ich habe gesagt, es passiert irgendwo was. Ich brauche echt mehr von den scheiß Sicherheitsräumen jetzt mal. Wo ist die Futterstation? Ach, bei ihm. Deswegen ist er ausgerastet, oder was? Aufgabe hinzufügen. Das und dann das hier reparieren. Und dann kannst du doch da hinfahren. Er schießt ihn. Was haben wir den Ding jetzt gegeben? Okay, was habe ich denn jetzt gegeben an Upgrades? Nachladetempo. Das kann hier vergrößert werden. Treffsicherheit. Hier. Treffsicherheit. Okay, wir haben Sturmwarnung eh schon. Wo ist der gute Dino jetzt noch? Einer von denen, der ist jetzt gerade tendenziell wurscht. Ich habe gerade echt andere Probleme. Wo ist denn das Drecksfahrzeug? Oh, jetzt kommt es drauf an, wo mein Drecksfahrzeug gerade steckt. Ich muss schnell aus dem Weg! Das heißt,
Das fliegt schon hoch rum. Ich weiß gar nicht, was der jetzt schon wieder hatte. Der war doch super zufrieden vorhin noch. Aber wie sind die denn vorher? Nee, nicht alles gleichzeitig. Das ist schon cool. Ranger Team kann dann noch. Jetzt nicht die Basis, dann machst du dich gleich mal an die Anlage, damit der Strom nicht ausfällt. Und das ist aber noch ein Problem. Dann können wir den Transport ziehen, nur schickt die eigentlich Wornodon. Jetzt schauen wir mal her. Das hätte schieflaufen. Okay, ich muss die Tore nehmen. Der will auch Sumpf! Aber ich habe einen zweiten Sumpf hier im Modus. Und jetzt verstehe ich, was der für ein Problem hat. Jetzt verstehe ich es auch. Dann wird es hier halt so ein großes Sumpfgebiet. So passt es dir jetzt besser. Ja, guck mal, jetzt fühlt er sich geborgen. Jetzt kriegt er noch einen Fisch. Und dann ist er zufrieden. Scheiße. Habe ich echt zwei Sumpfgebiete gekauft? Ohne Scheiße. Das ist Sukio? Nee, du bist ein Marionix, aber beide sind. Ach, stimmt. Das waren nur zwei. Oh Gott, das ist. Okay, ja, es ist alles wieder gut. Alles ruhig. Ja, die Parksicherheit sollte ich mal überdenken. Die war jetzt nicht so. Die ist nicht so optimal. Also, jetzt kommt noch hier einer hin. Ich hätte gerne noch hier unten. So, hier noch ein. Alles nur für die Gäste. Hier kommt noch einer hin. So. Mehr brauche ich jetzt aber gerade aktuell vielleicht nicht abdecken. Entschuldigung, dass meine Nase schnieft, aber ich bin sowas so verstopft gerade. Ich weiß nicht, warum so. Okay. Haben wir jetzt mittlerweile beide. Gut. Du kriegst nochmal ein Training. Und zwar. Treffsicherheit. Sicherheit. Nachladetempo. Sicherheit. Und ACU-Treiber. So, okay. Wo ist es? Freilassen. Wir müssen alle vier nacheinander. Okay. Okay. Gott, wieso ist meine Kamera so gedreht? Ich weiß es nicht. Ach so, okay, jetzt ist er wieder. Nein, kein Transport. Oh Gott, ich bin gerade nervös. Raptoren haben einen schlechten Ruf, weil niemand versteht, dass sie Alpha-Raubtiere sind. Unser Job ist es ihnen, den Raptoren zu zeigen, dass wir ebenfalls Alpha-Raubtiere sind. Aufgabe erhalten. Wir müssen hier erstmal. Ich glaube, ihren Job machen wird, ich mich drum kümmern muss, dass wir die Fresse einhalten haben für die Viecher. Weil die sind hier echt gefräßig. Leute, die kriegen einmal eine Ziege hier hinten. Einmal Fleisch hier vorne. So. Der erste scheint erledigt zu sein. Ach ja, genau da. Oh. Ich muss jetzt da noch. Ihr wollt mir verzögern, dass ihr den Scheiß hier jetzt habt und zu zweit nicht treffen. So, jetzt haben wir zwei von denen. Ich glaube, da hat sich das eine Mal Treffsicherheit wirklich gelohnt. Der eine ist nicht schon down. Noch gut und das Ding hier betäubt. So, der kennt mich auch. Ist aber noch krank. Leute, wir schicken schon mal die anderen. In der neues Gehege.
Produkte beide ist falsch gesammelt. So, und jetzt haben sie noch ein schönes Gehege. Ha! Alter, ich habe noch zwei freie Gehege, ne? So muss ich... Upsi. Frosch. Extra zwei Forschung verlangen gebaut. Ne, Moment mal. Das ist ein Fossilienzentrum. Warte mal. Stimmt, da war noch was. Ich habe noch ein paar DNAs gehabt zum Extrahieren. Dafür kann ich aber jetzt mal das Expeditionszentrum wieder mit Aufträgen bestücken. Oh, das ist jetzt der Kern noch. Ich wollte ihn nicht Abbruch. Scheiße. Ups. Okay. Da schießen unsere Transporter los. Willensrettruhren. So, was ist unser Problem aktuell? Aktuell ist das Problem, dass Einkaufsbewertung kacke ist. Die Spaßbewertung scheiße ist. Die nur so Transportbewerbung bleibt bei 100, also das habe ich echt gut gelöst. Vielfaltstrafe habe ich bekommen. Ich habe eine Fürsorgestrafe von. Ich habe eine Fürsorgestrafe? Ich habe aber keine. Ich habe echt sonst eine gute Bewertung da mittlerweile. Ich habe die Vielfaltstrafe ist minimal und die Fürsorgestrafe ist halt gerade so riesig. Das geht ja mal gar nicht. Also Einkaufsbewertungen sind kacke. Ihr wollt also mehr shoppen. Gut, dann schauen wir mal. Wo ist denn hier Einkaufen? Shopping. Einkaufsbewertung, oder? Finanzen der Attraktion. Die Freunde machen mittlerweile auch schon wieder. So, also die Sichtbarkeit ist super. Essen ist gut, ne? Wie war denn das jetzt hier einkaufen? Also, der da beschwert sich, der da und der da beschwert sich. Die beschweren sich. Und die beschweren sich? Ernsthaft? Toll, wenn es eh null macht, dann kann ich doch da unten eigentlich das da abreißen. Ja. Bauen und ein Shopping Center ist. Wieso denn nicht? Wo kann man denn schön shoppen? Wie wär's denn mit einem schönen kleinen Laden hier? Dann setzen wir hier jetzt. Dass wir vielleicht noch Zeit kriegen. So. Dann war ich hier noch Beschwerde. Dass man nichts shoppen kann? Naja, was shoppt man denn diesmal? Wie wär's mit dem Souvenirladen? Kommt auch hier hin. So, ihr habt euch beschwert. So, dann müssen wir jetzt hier gucken. Kriegt ihr einen Souvenirladen? Zustellung wurde abgeschlossen. Das Haus wird da schon scheiße Zaun, ne? Ich den Zaun so minimal umbauen. Also warte mal, muss ich jetzt erstmal. Aber wenn ich jetzt hier. Zaun. Dann habe ich ja nur elektrischen Zaun. Warte mal. Anstatt so. So, sitze. Minimal vergleichen. Kann ich doch bestimmt hier einen Souvenirladen. Jawoll. Da können die sich auch jetzt gerade echt nicht mehr beschweren. Oder? Souvenirladen hier, guck, der ist voll ausgelastet gerade. Jetzt tun wir noch mal auf die Shirts umstellen und tun die auf 17 Euro erhöhen. Machen wir nochmal hier so. Ja, machen wir 19 hier. Macht der schon mal 3000 Gewinn? So, okay. Mein Iguano das Sterben, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das war meine Hauptattraktion. Jeder von euch behält ein Iguanodon in Auftrag. Kann ich die so gleichzeitig rauslassen? Ha, ich bin blau! Falsche Kohle. Hier, so. Und wie viel sind dann so? Kerlo hat ich doch noch nicht! Ui! Ja. Das erfreut doch jetzt zwei Herz hier. Ay, caramba! Die wollen mich locken. Okay, wie geht's mit dem Souvenirladen hier? Oh, der macht auch Spaß. Alter, der macht Gewinn.
Gewinne, Gewinne, Gewinne. Hier gibt es jetzt Barbarossa und dann hier für... Alter, what? Wann mache ich nie mehr Gewinne? So, okay, wann mache ich zurück? Dann mache ich ordentlich. Okay, passt schon. Da kommen wir in der Höhle auf das Nachtsichtgerät-Ding. Ja, guck mal. Und dann haben wir noch einen Verwaltungschef rein. Jetzt machen wir 0 gewinnen. Ja, super. Ja, mit 9000 bin ich zufrieden. Wo sind die 9000 gewinnen? Das passt schon. Okay, dann haben wir das jetzt angepasst. Und da sind die Gäste gerade voll praktisch. Das verlaut sich praktisch gut. Lebensmittel. Oh, das lockt aber gerade sowas von in den Finger. Hi, Karamba. Wo, nein. Ich bin schon wieder so schnell auf den Tasten. Ich springe so schnell auf den Tasten. Von Anna. Wie viele Aufgaben hast du? So. Ran. Wo ist der? Wo ist der? Genom modifizieren. Ne? Ja, aber machen wir mal. Er kriegt ein Alpinmuster. Boah, auf Angriff. Jawoll. Hier. Lebensabfall. Ich schaue eigentlich immer nur auf die Lebensabfall. Der Rest ist mir sowas von Stumpe. Aber ich brauche halt Dinos, die lange leben. Okay. Und dann züchten wir uns mal einen von denen. Fico. Was? Ja. Haben wir noch so viel die Toten hinbekommen? Ihr müsst auch nicht weit, Leute. Ihr müsst bis zu euren Kollegen, weil die sind traurig. Die lasse ich nicht alleine. Ich bin versteckt. Schieß! Schieß! Jetzt schieß! Kommt da raus! Kopf! Treffen! Da ist ein Schuss, da ist ein Schuss. Jetzt trifft. Dankeschön. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Wieso? Okay. Dann haben wir das ja schon mal erlebt. Produkttransport wird durchgeführt. Niedrige Gesundheit. Was hat der? Ranger Team. Heilt ihn. Weil seine Nahrung zu entlassen. Er bewegt sich nicht mal. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Züchten gleich nach. Dreh um Dinge hier. Züchten. Man kann es modifizieren. Naja, da guck mal, die Nummer ist schon Lebenserwartung. Noch eine höhere Lebenserwartung. Der belebt ja uns alle noch. Der kriegt jetzt sogar Verteidigung hier drauf. Und dann noch. Ja, Lebenserwartung von gerade mal ein paar Prozent. Nicht etwa 65%. Aber das wird er schon schaffen. Jetzt läuft er wieder. In Panik und er bewegt sich wenigstens. Das ist ja schon mal ein gutes Anzeichen. Aber apropos, wir sollten mal gucken, wie geht's unseren. Ja, die fühlen sich super, das ist toll. Ich bin ja erstaunt, dass wir noch nicht beim vierten Stern sind. Wir haben ja leider so oder so die Challenge verloren. Naja.
müssen wir machen? Ach Gott, der braucht eine halbe Ewigkeit, ey. Die Apotheke. Also Apotheke, unsere ist wieder heile. Unsere ist wieder heile. Also, falls du noch am Hungern bist, ne, ich setze dir jetzt mal hier so ein Teil vor die Nase. Bitteschön. Er bewegt sich absolut null. Bewegt sich. Doch jetzt. Aber da ist das Futter. Naja. Okay, Leute. Das war's für dieses Let's Play. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.